Wo geht's jetzt hin? Game of Thrones. Hallo ihr Lieben, wir machen uns jetzt auf den Weg nach Berlin in die Mercedes-Benz Arena, denn wir begeben uns auf die Spuren von Tyrion, Khaleesi und vielleicht auch Jon Snow, wer weiß, wer weiß. Denn wir gehen jetzt zu Game of Thrones in Concert. Yay! Und lauscht im Hintergrund, es läuft schon eine wundervolle, stimmige Musik ab. Denn wenn wir hier mal drehen, hier sitzt da mein Mann. Und wir haben schon herrliche kleine Eindrücke anhand von Bildern und natürlich schneit es. Was für eine coole Stimmung, was für eine geniale Atmosphäre. Atmosphäre bis jetzt hier gefällt, als du so reingekommen bist. Ja, also wenn man noch nie in so einer Halle gewesen ist, ist ja jetzt eine Eishockeyhalle. Es ist schon ziemlich überwältigend, weil ich bin es so nicht gewöhnt. Also von der Stimmung her alles so in Blau gehalten hier vorne auf der Bühne. Eiserner Thron, vielleicht können wir uns da später mal draufsetzen. Mal sehen. Also ich bin echt gespannt, wenn dann hier noch überall das Licht ausgeht und alles hier in Blau und Winter gehüllt ist, wird das schon richtig krass werden. Ich freue mich schon. Aber es dauert noch so lange. Wir sind ein bisschen eher hier, aber es ist eigentlich schön, weil dann kann man mal alles filmen. Ich wäre auch gerne näher rangegangen, aber leider dürfen wir nicht in diesen vorderen Bereich. Dafür reichen unsere Karten leider nicht aus. Die waren trotzdem teuer. Aber zum Glück haben wir eine Kamera mit Zoom. Erklären wollte. Einige werden sich jetzt sicherlich wundern und sagen, hä, Game of Thrones in Konzert? Da gibt es doch schon ein Video von Helen und die war doch schon mal da. Ja, ja, liebe Kinder, wir waren letztes Jahr im November schon mal zum Game of Thrones in Konzert, auch in Berlin im Tempodrom damals. Aber das war Game of Thrones in Konzert
The Music. Das heißt, da war wirklich in Anführungsstrichen nur ein Orchester, das die Musik gespielt hat. Und hier, wie ihr ja vorhin schon gesehen habt, wird es so sein, dass es sicherlich verschiedene Szenen aus den Staffeln von Game of Thrones geben wird und einige Hauptmomente und Special Moments, die da gezeigt werden, wo dann live dazu die Musik gespielt wird. Also hier haben wir auch richtig Bildmaterial dazu, was wo live die Musik, das Orchester dazu spielt. Also doch noch ein Ticken anders und meiner Meinung nach auch das, auf was wir gewartet hatten letztes Jahr schon. Und ich freue mich schon extrem drauf. Und das war nur noch mal kurz zur Erklärung für die, die sich jetzt gewundert haben. Wir sind jetzt gerade in die Pause gegangen und es war bis jetzt echt mega mäßig der Hammer. Wie unglaublich genial dieses Bühnenbild einfach nur ist, auch einfach wenn es nur so dasteht. Das ist einfach so cool gemacht. Mega Hammer. Absolut beeindruckt, echt sowas von cool. Okay, wir haben noch ein Stück von euch. Und mitsingen ist erlaubt. Wenn das drinnen die Melodie erkennt, bitte mitsingen. Das Konzert ist leider zu Ende. Es war so wunderschön. Die Emotionen pochen noch in mir. Was sagst du dazu? Ja, also es war richtig, richtig schön. Bühnenbild, der Chor, die Instrumente. Es waren auch sehr außergewöhnliche Instrumente dabei. Also war echt klasse. Also für jeden Game of Thrones Fan eigentlich ein Muss. Das muss man eigentlich gesehen haben. Falls es nochmal nach Deutschland kommt, kommt es nochmal nach Deutschland? In anderen Städten vielleicht? Ich wüsste es. Kann vielleicht sein. Wenn, dann holt euch auf jeden Fall eine Karte. Also spitze. Ja, und besonderes Highlight war einfach auch Ramin Djawadi, der Dirigent, der komischerweise, ich habe es auch nie gewusst, dann plötzlich anfing Deutsch zu reden und gesagt hat, ja, ich bin übrigens, habe deutsche Wurzeln und ich kann deswegen euch hier heute auch auf Deutsch durch dieses ganze Konzert leiten. Wow, wie cool ist das denn? Und hat eben alles dann eben gut verständlich für jeden erklärt und erzählt und es war echt top. Ich habe immer noch Gänsehaut. Absolutes Highlight war auf jeden Fall die Septe von Baelor, die einfach mal von Cersei in die Luft gesprengt wird. Das war schon in der Serie an sich für mich ein absolutes Highlight und genial gemacht. Und jetzt eben nochmal so musikalisch total genial live umgesetzt. Und sie haben sogar die 7. Staffel kurz zusammengefasst noch. Und da ging natürlich auch nochmal die Emotion mit mir durch, weil ja da viele schlimme Dinge passiert sind, auch mit Drachen und so weiter und so fort.
Ja, aber das weiß man ja vorher und es war einfach episches Bühnenbild. Also auch, dass nicht nur das Orchester zu sehen war, sondern wirklich auch die Bühne etwas erweitert wurde in den Zuschauerraum und die Leute, die zum Beispiel die Trommler waren mit vorne zu sehen und es war so ein bisschen versetztes Bühnenbild. Absolut klasse, wirklich empfehlenswert. Und ich muss jetzt erstmal meine Emotionen sammeln, damit ich wieder klarkomme hier nach diesem wundervollen Abend. Ich hoffe natürlich, der kleine Vlog hat euch auch gefallen und wir sehen uns ja jetzt auch bald schon gleich wieder zu der super tollen Special-Woche, die ab Donnerstag startet. Ich freue mich schon mega drauf. Jetzt fahren wir erstmal heim und lassen den Abend ausklingen. Bis bald und wir singen!